Im letzten Video habe ich Ihnen erzählt, die 7 Gründe, warum Verkaufstrainings nie etwas gebracht haben. Heute möchte ich Ihnen die 4 Maßnahmen erklären, die Sie sofort einleiten können, die nichts kosten und die Ihnen sofort mehr Umsatz bringen. Maßnahme Nummer 1 ist, wenn du etwas willst, dann miss es, wenn du es nicht misst, vergiss es. Das heißt, wenn Sie Ihren Verkaufsprozess verbessern wollen, müssen Sie ihn messen. Sie müssen messen, wie viele Leute kommen vorne rein. Dazu gibt es handelsübliche Lichtschranken für 100, 150 Euro. Und Sie brauchen eine Möglichkeit, die Abschöpfung auszuwerten. Das heißt, auszurechnen, wie viel Umsatz machen wir pro Besucher und wie viel Prozent aller Besucher schließt tatsächlich einen Kaufvertrag ab. Sie können sich völlig kostenlos auf meiner Webseite eine Analyse-Excel-Tabelle runterladen. Da haben Sie die Analyse schon mal mit drin. Als nächstes müssen Sie die Ist-Situation Ihres Verkaufsprozesses kontrollieren. Ich habe auf der Webseite eine Checkliste für Verkaufssteuerer. Da können Sie ganz genau mit der Checkliste Ihren Verkaufsprozess durchgehen und sehen, was haben Sie schon und was Sie vielleicht gerne anders hätten. Das ist die Analyse der Ist-Situation. Das dritte ist, Sie müssen sich überlegen, wie Sie es haben wollen. Das heißt, die Soll-Situation und dann den Verkaufsprozess so, wie Sie ihn haben wollen, zusammen mit den Verkäufern durch und umsetzen. Und das ist normalerweise der Zeitpunkt, zu dem wir ins Spiel kommen, denn Verhalten zu verändern ist relativ schwierig und weder Möbelhändler noch Möbelverkäufer sind besonders gut darin, zielgerichtet das eigene Verhalten dauerhaft zu verändern. Das bringt mich schon zur vierten Maßnahme. Kontaktieren Sie uns einfach. Das ist erstmal kostenlos. Wir machen eine anderthalbstündige Verkaufspotenzialanalyse mit Ihnen und erarbeiten ganz genau, wie für Sie die Lösung aussehen könnte. Das ist kostenlos. Die Informationen können Sie entweder für sich selber nutzen oder Sie entscheiden sich, mit uns zusammenzuarbeiten. Also, Maßnahme Nummer 4, nehmen Sie Kontakt mit uns auf.